Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Harvest Moon, mein Inselparadies. Also ich habe das jetzt nachgelesen und das ist mega kompliziert. Das ist ja mal mega kompliziert. Es geht irgendwie um Sonnen- und Wasserpunkte und die blühen halt nur, erstmal müssen die blühen und dann brauchen die immer eine bestimmte Anzahl an Wasser- und Sonnenpunkte und zum Beispiel ist es ja jetzt bewölkt, das heißt, sie würden keine Sonnen- und keine Wasserpunkte kriegen. Und wenn es regnet, kriegen sie irgendwie Wasserpunkte, wenn Sonne scheint, kriegen sie Sonnenpunkte. Ich kann das mit, die Wasserpunkte kann ich immer mit meiner Gießkanne ausgleichen, irgendwie ganz kompliziert. Also das ist ja, wir werden wahrscheinlich niemals Dings haben, Bäume, Feldfrüchte. Warum Früchte? Weil das ist mir echt, ehrlich gesagt, boah, nee. Ich werde jetzt nicht hier meine ganzen Bäumchen gießen. Nee. Sorry, aber nee. Darum lasse ich die jetzt so stehen und dann mal gucken. Das heißt, wir können uns das eigentlich mit dem Baum für das Gewächshaus sparen. Und gehen dann gleich dann später auf achtmal Süßkartoffeln. Wenn ich denn den Herbstsonne einsetze. Weil das ist mir echt zu kompliziert. Ich müsste die jetzt alle gießen. Ich will die aber nicht alle gießen. Kostet mich doch so unglaublich viel Energie. Ich kann die noch nicht nehmen, ne? Nee. Weil die müssten erst noch blühen. Und dann dauert das nochmal 39 Tage und keine Ahnung. Naja, dann sind sie wenigstens hübsch anzugucken. Immerhin. Ne? Immerhin sind sie dann hübsch anzugucken. Das ist ja schon eine ziemliche Gemeinheit mit den Bäumen. Und dieses ganze Sonnen- und Energiesystem. Ich meine, es ist ziemlich cool eigentlich, dass die mal was Neues gemacht haben. Dass sie mal versucht haben, das ein bisschen effizienter, was heißt effizienter, aber mal ein bisschen planbarer zu machen. Ne? Dass man sich echt überlegen muss, dass man gezwungen ist zu überlegen, okay, wie mache ich was? Ne, dass man da mehr achten muss und nicht einfach nur so, ja, ich gieß jetzt und dann hat sich die Sache. Aber ich weiß nicht. Für die Zielgruppe ist es ein bisschen schwierig, glaube ich. Weil da muss man ja richtig noch so Ahnung und sowas von dem Spiel haben. Die ich nicht habe. Als hätte ich Ahnung vom Spiel. Dim, 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 dim. Klar, das hat sie nicht genommen, ne? Ach, Mensch. Meh. Habe ich jetzt das richtige Vieh? Ja. Jetzt habe ich doch das richtige. Aber gemein ist es ja schon. Aber okay. Muss man mitleben können, ne? Ich hätte jetzt das auch nicht gedacht. Also hätte ich das jetzt nicht nachgelesen mit den Sonnen- und Wasserpunkten, dass die Feldfrüchte am besten kommen, wenn sie eine bestimmte Anzahl an Sonnen- und Wasserpunkte kriegen. Und ja, dass dann dadurch besonders außerhalb, dass das kaputt gehen kann und so. Bäume sind vielleicht auch ein bisschen mehr was für das Gewächshaus tatsächlich, glaube ich. Weil da kriegen die auf jeden Fall jeden Tag einen Sonnenpunkt.
Und wenn ich die dann mitgieße, dann ist ja eigentlich ganz gut. Dann kriegen sie auch ihren Wasserpunkt. Jetzt hoch konzentrieren. Mensch. Ein bisschen mehr Konzentration hier. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, bin ich jetzt rumgelaufen? Nee, ne? Nee, ich bin jetzt straight zu den Sachen gegangen, ne? Na du? Dass ich die aber auch nochmal gießen muss, ey, das ist so. Hier ist das böse. Hier ist das so böse. Vielleicht sollte ich auch mein Gewächshaus einfach so lassen. Ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich mein Gewächshaus so lassen soll und stattdessen nochmal zweimal Pfirsich holen soll und die dann hier reinballern soll. Weil an sich gibt es, glaube ich, nur zwei Früchte für den... zwei Baumfrüchte für den Sommer. Und das soll stattdessen nur ein Sommergewächshaus haben. Das wäre nice, wenn ihr das beantworten könntet. Weil so gesehen dauert es jetzt wieder schon ewig und drei Tage, bis wir dann den ganzen Herbst im Prinzip im Gewächshaus aufgezogen haben. Und Tomaten und Mais ist jetzt, glaube ich, nicht das Schlimmste. Könnte man sagen, ne? Da ist die Natalie, mit ihr rede ich nur. Du kriegst nichts mehr geschenkt. Da gucke ich jetzt mal nicht hin. Dann auf zu Sabrina. Und ja, mit Regis müssen wir auch reden. Und mit Elisa müssen wir jetzt noch ein bisschen mehr reden. Guten Morgen, Maika, du bist immer so fröhlich. Wenigstens reden, damit sie denn die Schokolade annimmt, die wir ihr denn schenken wollen. Der ist nicht da. Die ist aber da. Maika, guten Morgen, das Wetter ist immer schön. Nee, du willst kein Duett mit mir singen. Habe ich beschlossen, du willst das nicht. Ich kann auch nicht singen. Ich gehöre zu den Leuten, die wissen, dass sie nicht singen können. Hält mich zwar auch nicht davon ab zu singen, wenn ich allein bin, aber ich weiß, dass ich nicht singen kann. Ich bin da sehr realistisch eingestellt. Keine Sorge. Ihr werdet von mir niemals eine CD bekommen oder so. Guten Morgen. Ach Mensch, Marc, hast du dich immer noch nicht von der Pleite erholt? Hm? Vielen Dank, ja. Also ich hoffe mal spätestens nach dem Feuerwerk sind wir hoffentlich ein Herz weiter. Komm, ich geh mal bei dir was essen. Ich nehme mal die Buchweizennudeln. Die 200 kann ich mir gönnen. Ne? Was? Noch was sein? Ne. Nee, ist schon in Ordnung. Können hier nochmal ein bisschen Holz hacken gehen. Wenn ich hier auf dem Weg Holz finde. Können wir Holz hacken gehen. Ich wollte eigentlich mit Elisa reden.
Die wird doch hier wohl bei ihrem Faddy irgendwo rumspringen. Guten Tag, Tante Hihi. Ich spiele gern mit Elisa. Sie gehört zu meinen besten Freunden. Hallo, Maika. Die Insel ist super, oder? Die Insel ist wunderschön. Hier fühle ich mich freier als in der Stadt. Ja, ich glaube, dein Vater lässt dich trotzdem nicht von alleine, ne? Komm, ich will jetzt ein schönes Event haben. Gib mir ein Event. Ich muss aber noch bis 18 Uhr warten. Ha. Na ja, gut, bin voll gefressen. Das funktioniert schon. Gehen wir mal nach oben zu den Ureinwohnern der Insel. Backen mal mit dem. Hier ist auf jeden Fall Holz. Ich um mein Holz. Ach komm, so viel kannst du gar nicht wegnehmen. Ja gut, doch. Holzhacken nimmt schon doch noch einiges in den Beschlag. Aber das ist egal. Muss ja nicht alles Holz hacken. Ach, ich habe jetzt irgendwie die Lust, ne? Ich habe jetzt echt Lust, hier die Hacke zu nehmen und alle meine Bäume wegzuhacken. Weil ich so deprimiert bin. Wir laufen hier jetzt schon wieder rum. Pia ist bestimmt nicht mehr da. Die sind dann bestimmt beide hier im Haus. Na, Wind. Gut, Vater, unsterblich. Nee, der ist nicht hier. Aber der Doktor ist da. Wo springt denn hier der Doktor rum? Doktor, geh nie so weit weg, weil sonst heult Ellie. Guten Abend, Maika. Viele Tiere nachts, sei vorsichtig. Heiß, frustrierend. Ja, schreib mich doch nicht so an, Mann. Ach hier. Sei keine Nachteule. Schlaf wird deiner Haut gut tun. Oh je, wie kann ich nur Ellens Bein heilen? Ja, frag mal hier den Schaman. Der kann dir da bestimmt helfen. Mein Gott, dann hat die halt die Gicht oder so. Passiert. Dass sie sich mal nicht so anstellen. Das ist halt eine Alterserscheinung, damit musst du leben. Aber ne, das finde ich zum Beispiel sehr cool bei dem neuen Story of Seasons. Immer noch kein Herzleben. Maika, bist du auch zum Essen hier? Ey, du bist Maika. Fischer sind früh aufstehen. Das ist doch nicht euer Ernst. Was wollte ich sagen? Genau, das finde ich jetzt bei dem neuen Story of Seasons, was nächstes Jahr rauskommen soll, ziemlich gut, dass die Leute altern. Das heißt, es besteht halt die Möglichkeit, dass die Leute, die dann eh schon alt sind in diesem Spiel, dass sie dann vielleicht sterben. Das wäre mal neu. Also generell sterben ja die Leute hier in diesem Spiel nicht. Was ein bisschen unrealistisch ist, ne? Aber gut, man spielt meistens ja auch nur so 3-4 Jahre, wenn überhaupt. Auch nicht länger. Jim? Regnet's? Nee, Sonne scheint. Da scheint die Sonne.
So, machen wir erst das andere, weil wir haben ja Zeit. Es ist Samstag. Sag ich doch, die Zwiebeln sind jetzt fertig. Sehr gut. Da hat das ja mit dem Wasser und Sonnenpunkte ja anscheinend irgendwie funktioniert. Hat ja nur 10 Tage gedauert. Aber die, das war, ist jetzt echt unnötig kompliziert, finde ich, mit den Sonnen- und Wasserpunkten. Ich denke mal, mein Bäumen wird einfach halt die, werden jetzt gerade die ganze Zeit die Wasserpunkte fehlen. Aber sei es drum. Weil auch wenn ich jetzt nicht mehr so viel Energie beim Gießen verschwende, finde ich es trotzdem noch so ein bisschen so. Gefühlt immer noch zu viel. Aber schön, dass das jetzt hier mit den Dings klappt. Da will schon das erste umgekrault werden. Zum Glück nur ein Huhn. Na, vielleicht kriegen wir die 400 Holz doch noch zusammen. Bevor wir die 520.000 zusammenkriegen. Aber man soll ja niemals nie sagen, ne? Weil ich gehe jetzt ja auch nicht jeden Tag Holz hacken. Gut, ich jetzt wo ich immer auf Lana und Danny warte, auf jeden Fall. Aber so, das kann, das kann, das kann. Dann haben wir die schon mal. Da hat das jetzt richtig gestackt, ne? Dass das so gleich alle 16 auf einmal. Das ist bei dem anderen manchmal nicht so. So, dann hätten wir das, das, das. Dann noch die Eierchen. Ich wollte gerade sagen, eins fehlt doch noch. Und sehr schön. Ich könnte den Kindern auch Eiscreme machen, ne? Aber ich weiß nicht. Dafür sind mir die Materialien zu schade. Dann schenke ich denen lieber irgendwie blöde Schokolade. Dass sie immer ineinander laufen, ne? Dass sie keine Bewegungspoints haben hier. Dass sie immer ineinander stehen können. Das ist etwas Ärgerliches. Da würde ich mir wünschen, dass das dann vielleicht bei den nächsten Spielen nicht mehr so ist. Dass sie wirklich dann, wenn sie aneinander geraten, dass die nicht mehr ineinander stehen können. Ja, Entschuldigung, ich mache schon weiter. Ich wollte nur gerade ein paar Fusseln am Mikro wegmachen. Während ich dich wuschel und kuschel. Hugo. So, und
der Letzte. Wer will denn hier gekuschelt werden, hm? Wann haben wir bei Marc das fünfte Herz gekriegt? Im Frühling irgendwann, ne? Also das Erzfest werden wir ja eh nicht gewinnen. Das weiß ich. Weil wir kommen halt nie in der Mine weit runter. Das Kürbisfest könnten wir theoretisch gewinnen, wenn irgendwann mal die blöden Kürbisse kommen. Also es ist halt wichtig, im Gewächshaus die Pflanzen zu haben, die immer wieder kommen. Weil Chen bietet ja immer nur die Pflanzen an, die ja auch denn der Jahreszeit entsprechen. Das heißt, spätestens im Herbst können wir leider nicht mehr. Ja, aber... Merkt ihr das? Jetzt komme ich da nicht an diese blöde Kuh ran. Könntet ihr mal jetzt kurz, einer von euch. Das ist Matze. Du musst noch. Ne, dann komme ich ja nicht mehr an die Saatgut vom Frühling ran. Ist auch blöd. Beziehungsweise vom Sommer. Das müssen wir uns halt gut überlegen. Na schön, aber nur weil ich möchte, dass du wenigstens zu so einem großen Bäumchen wirst. Also wie gesagt, ne, ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, sollen wir jetzt beim Gewächshaus in der Sommerzeit bleiben? Dann würde ich halt doch noch zweimal Pfirsichbäume holen und die dann anpflanzen. Dann werden die halt mitgegossen. Weil die Bäume außerhalb dieses Gewächshauses, die werde ich nicht pflanzen. Also die werde ich nicht mehr gießen. Das ist mir zu bitter. Ich vergesse ja auch manchmal schon die Pilze hier zu gießen. Und wenn ich ja die ganze Zeit immer nur am Gießen bin, dann mache ich ja nichts anderes mehr. Weil ursprünglich, weil ich nicht daran gedacht habe, dass es da wirklich so ein Energiesystem gibt, mit Sonnen- und Wasserpunkten, habe ich eigentlich gedacht, hey, voll cool, ne, guck mal, dann könnten wir theoretisch das ganze Feld statt mit Gras, weil das Futter kostet ja nicht viel, statt mit Gras einfach mit Bäumen zu knallen. Und dass wir dann ganz viele Feldfrüchte bzw. Baumfrüchte dann in der entsprechenden Jahreszeit haben. Ja, Satz mit X, das war wohl nichts, würde ich mal sagen. Das hat sich ja denn. Der Gedanke hat sich ja dann verabschiedet. Was doof ist. Was gemein ist. Was so traurig ist. So, die Kinder sind. Lisa ist wieder bei ihrem Vater. Hihi, Tante. So, Maika, man muss immer schön positiv denken. Im Meer ist sicher noch eine Menge unentdeckter Fisch. Ich bin ganz aufgeregt. Ja, sei aufgeregt. Wo ist denn Sabrina? Hier. Guten Tag, Maika. Komm, kriegst du jetzt hier auch die gelben? Vielen Dank. Ja, bitte. Muss man mit der Elisa reden? Die hat doch bald Geburtstag. Am Dienstag. Ingame-Dienstag, nicht diesen Dienstag. Wo springt die denn rum? Bei ihrem Vater? Springt die da schon wieder bei ihrem Vater rum? Nee, die ist nicht im Haus. Nee, nö. Ach da. Hallo Maika, die Insel ist super. Sollte die Königin dieser Insel sein, wäre das nicht lustig? Nein. Mit einem Wort? Nein. Wie geht's? Mir geht's okay. Mir auch.
Da bräuchte ich jetzt so ein Helferlein, der sagt, okay, hier, komm, ich mach für dich, ich gieße jetzt all deine Pflanzen. Jeden Tag. Bring dir einen Dingspunkt. Ein Wasserpunkt. Hallo, Maika. Aber so funktioniert das leider nicht. Was sehr schade ist. Hier ist noch ein Blümchen. Und da ist noch ein Blümchen. Oh, komm schon. Wo sind denn unsere kleinen Drahtstanden? In dem Café? Tatsächlich. Wie geht's, Maika? Ein schöner Tag. Nur Frauen verstehen die wahre Qualität dieses Ortes. Hallo, Maika. Wenn du gerne Süßes isst, halt dich einfach fit. Sorg dich nicht ums Gewicht. Wenn ihr Süßes ganz gerne essen würdet, dann isst es im Maßen und dann genießt es einfach. Punkt. Guten Morgen. Wir haben zwar schon spät Nachmittag, aber ja, ich wünsche dir auch einen guten Morgen. Vielen Dank, ja. Irgendwo ist er ja schon putzig, ne? Hallo, wie viele seid ihr? Ich wollte eigentlich nicht mit dem Kind reden. Irgendwo ist er ja schon niedlich. Habe ich jetzt tatsächlich Dings weggeschmissen? Na gut, belassen wir es dabei. Das ist belastend. Ich möchte halt ganz gern doch nochmal um 18 Uhr ins Diner gucken. Da sind noch zwei Orangen. Aber bei der Musik könnte ich gerade einschlafen. Aber das liegt auch daran, dass ich einfach generell derzeit müde bin. Wechselt das hier immer? Random? Das sah doch beim letzten Mal nicht so aus. Immer diese Bevormundung, ne? Ich hasse das. Das hat schon Julia auch immer gebracht. Ja, sei doch keine Nachteule. Du bist ein Mädchen, du musst auf deine Haut achten. Immer noch nicht! Ein Junggeselle braucht so seine Zuflucht. Hier gibt es hausgemachtes Essen. Als ob. Die verarscht mich doch. Wieso habe ich denn bitte schon bei Elliot schon das dritte Herz-Event gesehen? Und bei den beiden noch nicht. Was ist los mit denen? Liegt das an Lana? Muss Lana jetzt noch ein Herz aufkommen? Lana, was ist los mit dir? Rede mit mir. Verarschen mich doch. Alle beide, ich weiß es. Die lachen sich halb checkig über mich. Leg dich von der Seite ins Bett. Ja, okay. Die Sonne scheint. So. Das heißt, wir machen in diesem Part auf jeden Fall noch den Tag und Elisas Geburtstag. Dann haben wir nächste Woche, nächsten Part, das Erzfest.
Dann nur noch Jigis Geburtstag? Was geht denn? Pferdefest. Es will nicht so richtig, wie ich will. Das ist so ärgerlich. Dann gehen wir mal. Ist das Pferd eigentlich wieder ein bisschen aufgestiegen? Es war auf jeden Fall wesentlich weiter als der Hund. Habe ich denn noch genug Nahrung für die beiden? Ja, müsste ich auch mal wieder reinhauen, ne? Dann gehen wir dann gleich bei Dings rein. Tim, 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 Tim. Ja. Lass mal ganz kurz gucken bei Pferdchen. Ja, komm, Jumper gewinnt das so oder so. Easy. Easy going hier. Ist doch gar keine Konkurrenz. Wird zwar jetzt nicht bis zum Pferdefest die zwei Herzen aufholen, aber muss er auch gar nicht. Da, ich glaube, dass nur zwei Herzen fehlen, das reicht, glaube ich, schon, um den ersten Platz zu belegen. Also wenn wir jetzt nur grüne Kleinode kriegen, ist das vollkommen für mich in Ordnung. Dann kann ich die nämlich alle erstmal bei der Bürste nochmal einen reinknallen. Dann kann ich dann bei der Melkmaschine zwei reinknallen und auch bei der Schermaschine. Dann habe ich wirklich so fast überall das Minimalste. Dann fehlen nur noch der Hammer und die Axt. Und dann geht das schon. Aber dann habe ich meine Hauptinstrumente, Hauptwerkzeuge, habe ich dann so weit abgegradet, dass dann ich so gut wie gar keine Energie mehr verliere. Dann können wir uns nochmal drüber unterhalten, ob ich die Bäume gieße. So. Aber ich verstehe es nicht, warum Lana und Danny einfach nicht mit dem Herz-Event rausrücken wollen. Kann doch nicht wahr sein. Das ist ja schon, als würden sie mir den Mittelfinger zeigen. Und sagen, ne, wir heiraten nicht. Haben wir keinen Bock drauf. Weil ich weiß ganz genau, Natalie und Julia kriege ich gleich noch im vierten Jahr gleich im Frühling wahrscheinlich. Genauso wie Natalie und Pierre. Was wirklich? Ja, genau. Gehen. Ich wollte gehen. Juli, gerade müssten jetzt die Schafe wieder soweit sein? Ja. Komm her, ja. Ist das euer Ernst da oben? Komm schon. Seid keine Schmucks. Trennt euch. Mio, im Schutz der Kuh. Im Schutz von Aro. Anscheinend vertragen die beiden sich sehr gut. Aber keiner will geknuddelt werden. Damit kann ich leben. So, jetzt geht nur um Doku, ne? Milka. Hm.
Komm schon. Ich krieg das hin. Ich seh nix. Dip, 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 dip. Easy! Erste Kuh gesichert. Mann, Milka! Ist das dein Ernst? Hier. Ist das... Milka, geh weg. Dankeschön. Da haben wir schon mal Kuh Nummer 2. Also ist Milka, du machst mich aber wahnsinnig. Komm schon! Ich finde das aber eigentlich eine nette... Also eigentlich sind die Minispiele ganz süß, weil... Man muss dazu sagen, hätten wir jetzt Mark gespielt, ne? Dann würde da jetzt nicht Chelsea oder beziehungsweise wir da sitzen, also da stehen. Sondern dann wäre das Mark. Also die haben schon so auf so Kleinigkeiten geachtet, was eigentlich sehr cool ist. So. Komm, Schäfchen. Lass dich nackig machen. Noch vor der Zeit. So, der nächste. Das letzte Shishi. Dim. Komm her, ich mach dich fertig. Also die weiteste Strecke am meisten kriegt man, wenn sie so wirklich diagonal laufen. Dann kann man dann noch so bis hinten in die Ecke reindutschen. So viel Wolle. So, zu fressen haben sie alle, ne? Schön. Das gibt wieder Geld. Das gibt wieder Geld. Alles für mich. Müssten jetzt nicht auch langsam die Tomaten wiederkommen? Müssten nicht auch die Tomaten wiederkommen? Nee, noch nicht. Es ist jetzt 8:30 Uhr. Na gut. Ich liege auf jeden Fall gut in der Zeit. Ich habe aber kaum noch Energie. Vielleicht denn doch mal baden gehen. Knappe Kiste, knappe Kiste. Nimm mal ein Bad. Geh mal duschen, du stinkst. So, erstmal so und dann auf meine Mädels begrüßen und mit denen reden und sagen, hi, ich hab euch gern. Dich nicht, aber das ist mir egal. Mit Elisa auf jeden Fall reden.
Die ist ja hinten, okay. Ach ja, die wollte ja auch noch Futter kaufen. Wollte ja noch Futter kaufen. Guten Morgen. Ich bin froh, dass ich auf die Insel gekommen bin, denn ich habe nun eine gute Freundin. Ja. Guten Morgen. Kaufen. Zum Futterplatz, das reicht. Ach komm, noch einmal, was soll der Geiz? Das tut nicht weh. Ich meine, wir sind schon bei 250.000. Wir erreichen denn jetzt heute auch noch die Hälfte von dem, was wir schaffen wollten. Also an Geld. Guten Morgen. Aha, du bist so fröhlich. Hier. Nimm's Blümchen. Das heißt, theoretisch spätestens im Winter war Sabrina denn auch auf volle Herzen, ne? Fehlt ja denn nur noch Lana? Du Lana, wir müssen da mal reden. Wie sieht das eigentlich aus? Du und der Danny, ne? Da läuft doch was. Willst du mir sagen, was oder was nicht und wie ich euch helfen kann? Ich stehe euch zur Verfügung. Schön sieht so aus. Danke. Wo ist deine Tochter? Jetzt ohne Witz, wo ist die Tochter? Springt die nicht bei ihrem Vater auf? Ich hätte jetzt gedacht, die springt jetzt irgendwo beim... weiß nicht. In der Nähe halt, beim Brunnen oder so. Jetzt gehe ich wahrscheinlich ins Hotel und die ist gar nicht mehr da. Da ist doch die ja nicht mehr da. Guten Morgen. Willst du nicht mal mit mir, also... mein Herz aufsteigen? Habe ich dich so vergrätzt, weil ich stärker bin als du? Hast du so wenig Selbstbewusstsein, dass du das nicht abkannst? Dass ich den blöden Stein weiter schieben konnte als du? Komm schon. Eigentlich nur hier, weil ich mit deiner Tochter reden will. Hallo Maika, die Insel ist voll schön. Ja. Ist er auch. Und da ich ja schon mal hier bin, kann ich auch gleich schon Schokolade für morgen holen. Wie geht es deiner Ranch? Ich bete, dass alles gut für dich läuft. Wenn das Angebot hier nur etwas femininer wäre, findest du nicht auch. Hä? Wieso? Was hast du denn jetzt für Probleme? Ich meine, es geht, das ist einfach nur... Rucksack. Ich meine, hä? Ich raff gerade nicht, was sie von mir möchte. Wenn das Angebot femininer wäre, was möchte sie uns damit sagen? Ich meine, er ist ein Gemischtwarenladen, der Saatgut und so verkauft. Und nicht mehr und nicht weniger. Ich gehe mal ganz kurz in mein Farmhaus, vielleicht. Nö, warum auch? Warum sollte auch das getriggert werden? Bevor der nicht irgendwie eine Farbe zulegt, wird das schwierig.
Aber wie gesagt, ich setze meine Hoffnung auf das Feuerwerk. Dass spätestens nach dem Feuerwerk eher so pling. Ich habe jetzt ein grünes Herz. Weiß nicht, was kommt nach Blau. Orange. Keine Ahnung. Grün. Dass er denn aber sagt, hey. Du, ich hab dich lieb. Willst du mal mit mir ausgehen? Maike, hast du Geld gespart? Kauf bitte etwas in meinem Laden. Ich hab doch erst was bei euch gekauft. Sei nicht so geizig. Lana hat jetzt auch. Da fehlt auch nur noch ein Herz. Aber der Mark will nicht. Der Mark, der denkt sich so. Da hab ich keinen Bock drauf. Wie viel habe ich eigentlich eingenommen? 12.000 immerhin. Kann sie sehen lassen. Ne, das heißt, wir haben jetzt offiziell schon die Hälfte von dem Geld, was wir brauchen, um die Wasserversorgung im Gewächshaus zu gewährleisten. Ist jetzt ohne die Dings auch nicht so schlimm, aber ist halt auch nicht schön. Muss man dazu sagen. Also ohne diese Wasserversorgung im Gewächshaus ist es jetzt nicht schlimm, aber auch nicht schön. Könnt's jetzt mal bitte regnen? Einfach. Spiel sagt nö. Spiel sagt dich so, hast keinen Bock drauf. das ist so gemein. Aber dafür werden wir das Pferdefest gewinnen. Easy. Mit meinen Tieren rocke ich das ganze, die ganzen Festivals. Ich meine, das Kochfestival ist eh Schiebung. Eine sehr miese Schiebung. Das ist der reinste Betrug. Das Erzfest, da weiß ich, dass ich das nicht gewinnen kann. Einfach aus dem folgenden Grund. Ich müsste viel tiefer in die Mine. Ich müsste viel tiefer in die Mine. Oh, kommt da etwa jetzt langsam der Kürbis? Kommt da etwa jetzt langsam der Kürbis und denkt sich so, jetzt habe ich Bock drauf? Ich will den. Ich will so Hammer. Ich glaube, der Kürbis braucht aber auch meistens immer so um die 5 Tage oder so. Quatsch, 15. Also wirklich so die halbe Jahreszeit. Jedenfalls war das bei dem anderen so. Ich kann das nicht so gut beurteilen jetzt mit dem Wasser und den Sonnenpunkten. Aber anscheinend haben die Wasser- und Sonnenpunkte auch ein bisschen was mit der Qualität der Frucht zu tun. Je besser anscheinend die Punkte sind, die ich da rein investiert habe, desto besser wird dann halt die Frucht am Ende. Müsste man dann mal sehen. So. Dann hätten wir das.
Ich habe immer wieder die Hoffnung, dass meine Bäumchen, ne, dass die kommen, aber ich weiß, dass sie nicht kommen, weil mir fehlen die Wasserpunkte. Mia, ja, warte. Lass mich dich kurz bürsten. Danke. Mu. Ja. So, das hätten wir denn. 1, 2, 3, 4. So, die Kühe sind an sich alle versorgt, alle Tiere. Jetzt muss ich nur noch melken. Warte, bevor da jetzt noch die Kuh losläuft. Alle gekriegt, ha! Ich weiß nicht, kennt ihr das so, wenn ihr Harvest Moon Spiele spielt oder generell Farm Spiele, dass man so nach gefühlt Halbzeit, jetzt zum Beispiel beim 12. hier, ne, habe ich so das Bedürfnis, ach jetzt so der Herbst wäre mit dem Regen ja auch ganz nett. Und so im Herbst denke ich mir so nach 12 Tagen oder 15 Tagen, ach so, der Winter wäre jetzt auch cool, dann könnte ich das so schnell durchwaschen. So, manchmal finde ich so, sind diese 30 Tage, ich verstehe, dass es immer 30 Tage sein müssen. Und es macht ja auch Sinn, weil die ja alle ihre Wachstumsraten und so haben. Und man in den 30 Tagen immer so die Geburtstage und Festivitäten reinschmeißen kann. Aber manchmal denke ich mir so, oh, 30 Tage für eine Jahreszeit, ne? Ist schon heftig viel gefühlt. Da denke ich mir auch so, naja, eigentlich so ein bisschen weniger wäre schon ganz nett. Kennt ihr das Spiel Medieval Dynasty? Das ist eigentlich ziemlich cool, das ist so ein Survival-Spiel. Und ihr verliert, also bei dem Spiel geht es darum, ihr verliert am Anfang eure Eltern. Ihr seid irgendwie 18 oder 19 oder so. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Ihr müsst dann halt selber wirklich so ein richtiges Dorf aufbauen und Sachen erlernen und alles Mögliche. Und das ist schon nice. Wenn ihr euch für das Spiel zum Beispiel interessiert, dann kann ich euch ganz wärmstens das Spiel vom, das Let's Play von Bad Luck Skinner empfehlen. Ich kann euch das auch ganz gerne in der Videobeschreibung verlinken. Er spielt das jetzt schon zum zweiten Mal, weil das Spiel ist noch nicht komplett draußen. Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es ist noch Early Access. Ne? Aber da zum Beispiel kann man einstellen, wie viele Tage so eine Jahreszeit hat. Ich hab schon genug, tut mir leid. Oh, dann halt nicht, dann esse ich die jetzt. Hat jetzt nicht viel gebracht, ist mir aber egal. Da war ich jetzt ein bisschen zickig. Jetzt habe ich die ganze Zeit mit der geredet und dann wollte sie den Kram nicht haben. Oh nein. Fischabdruck! Ach, Maika. Entschuldigung, ich habe dich nicht bemerkt, weil ich in Träumen war. Oh, das ist ein Fischabdruck. Das ist der größte Fisch, den ich je gefangen habe. Kaum zu fassen, dass es so große Fische gibt.
Aber dieser Abdruck ist der eindeutige Beweis. War das ein Hai? Was? Du denkst, das ist ein Hai? Oh, ich habe mein Herz falsch... Okay. Dieser Fisch habe ich mit der Angelrute gefangen. Haie sind normalerweise sowieso schon zu groß. Wäre ja nichts Besonderes. Wenn du mir nicht glaubst, vergiss es. Sonst noch was? Sorry. Man kann wohl viele Fische und... Aha, okay. Das fand er jetzt sehr uncool von mir. Voila. Guten Tag. Ach ja, hier. Es tut mir leid. Das falsche Event und dann die falsche Antwort, ey. Soll er sich mal nicht so lullig haben? Oh, die Männer, die sind so eine Weicheier hier in diesem Spiel. Was ist denn los? Der eine kann es nicht vertragen, dass man stärker ist. Der andere piept jetzt hier rum, weil man aus Versehen gefragt hat, ist das ein Hai? Ich meine, ein Hai mit Angel zu fangen ist schon, finde ich, doch etwas Besonderes. Ich habe es nie geschafft, als Idol so locker zu sein, ja. Weil, überleg doch mal gut, bei Animal Crossing, ja, okay. Bei Animal Crossing kriegt man relativ schnell leicht ein Hai, weil die im Sommer kommen. Und dann, ne? Ja, okay, da kannst du auch ein Hai so mit der Angel fangen. Aber das ist Animal Crossing, das ist ein Spiel. Gut, das hier auch. Das ist auch nicht das wahre Leben, aber für die schon. So. Noch ein Menü. Ich habe bei den Herz-Events einfach kein Glück. Was ist denn nun los? Komm schon. Jetzt habe ich bei dem Herz verloren. Die Frage ist, vielleicht musste ich einfach nur dieses Event sehen, damit dann im Prinzip ich jetzt das Event auch noch triggern kann, das normale. So, dass ich jetzt das Event mit Lana und Danny triggern kann, weil er gemerkt hat, oh, das ist ja eine dumme Nuss. Wisst ihr, was ich meine? Guten Tag. Ach, schon dein Anblick macht mich froh. Deine irgendwie nicht so. Aber okay, unsere zwei Schätzchen haben jetzt ihre Dings gekriegt. Ach komm, ist noch ein blaues. Dann kann ich noch ein bisschen Holz hacken. Bis 18 Uhr. Ach Mann! Das ist einfach unlucky. Ich habe einfach kein Glück gerade in dem Spiel. Das mit dem Feld, also mit den Bäumen, habe ich in den Sand gesetzt. Das Event mit Lana und Danny will nicht triggern. Ich bin beeindruckt, dass du mich begrüßt. Ja, schön. Marc will auch nicht aus dem Puschen kommen. Irgendwas mache ich falsch. Ich weiß nur nicht was, aber irgendwas mache ich falsch. Noch. Essen wir mal das eine, weil das tut ja nicht weh. Ja, da haben wir schon wieder 15. Aber ich hab's doch richtig, Deiner, im dritten Jahr. Zwischen 18 und 22 Uhr. Muss es regnen? Muss es vielleicht regnen?
nochmal nach. Wie viel habe ich jetzt eingenommen? Nicht viel, ne? 4000. Das war halt wirklich nicht viel. Das waren jetzt allein die Tiere, glaube ich, nur. Und ein bisschen Kräuter. Ja, ist schon ein bisschen happig. Was sagt die Uhr? Eine Stunde. Okay. Dann springen wir schon mal auf den nächsten Tag. Gucken wir uns nochmal unsere Männer an. Elliot und Danny haben jetzt jeweils 3, weil ich bei Danny das versaut habe. Mo hat 5, Pierre hat 3, Mark hat immer noch 5. Dafür haben Julia und Nathalie schon volle Herzen. Lana und Sabrina sind jetzt schon auf ein Herz weiter. Elisa wollte von mir nichts zum Geburtstag haben, weil die dumm ist. Kleine Rotznase. Es fehlen aber auch unglaublich noch viele Leute. Aber okay. An sich, glaube ich, läuft es gar nicht so schlecht bei uns. Würde ich sagen. Es hätte schlimmer sein können, ne? Also. Wir sind Super Rancher-Leiter. Tiere sind alle versorgt. In dem nächsten Part machen wir 13, 14, 15, 16 bis Tag 16. Das heißt, wir werden das Erzfest auf jeden Fall mitmachen. Dann bis 20, da hat Noriges Geburtstag. 24, dann haben wir 2 Geburtstage. Wenigstens das Pferdefest können wir gewinnen. Dann habe ich die Hoffnung, dass wir dann beim Feuerwerk beim Mark nochmal so richtig punkten können. Gut, aber ich speichere hier ab. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Ne? Genau. Budo hat nur 5. Der ist schon bei Halbzeit, aber es läuft. Wir sind auch bei 84% schon. Die 100% werden wir nicht schaffen. Gut, aber bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.